Tüdelü, liebe Sims 4-Freunde, herzlich willkommen zurück zu die Sims 4. Ich weiß irgendwie gar nicht gerade mehr, was wir eigentlich im letzten Part angestellt haben. Und warum ist sie woanders? Wo bist du? Doppelorakel, komm mal nach Hause. Entschuldigung. Komm mal wieder heim. So, befördert werden. Ah, ja, super. Ich finde es herrlich, wenn man eine Aufnahme startet und dann die Stimme abkackt. Das ist grandios. Es ist einfach herrlich. So, unser Kühlschrank müffelt. Schlafen? Wir müssen wirklich morgen arbeiten. Ich habe gerade eben geguckt, ich habe es mir nicht gemerkt. Nein, wir müssen nicht arbeiten. Uns geht es sehr gut. Wir könnten. Sie ist einfach zu fit. Das ist gerade eigentlich schlecht um 23:11 Uhr. Und soll sie sich mal um den Garten kümmern? Wir kümmern uns um den müffelnden Kühlschrank. Guck mal, was da so Verdorbenes rumgammelt. Knoblauchnudeln, die stinken auch so, wenn sie nicht vergammelt sind, weil Knoblauch diese Eigenschaft besitzt, dass es stinkt. Ich esse persönlich eigentlich sehr gerne Knoblauch. Sie eigentlich auch gern Knoblauch? Ich mag Knoblauch. Egal, wenn man, auch wenn man danach Knoblauch stinkt. Knoblauch ist schon eine feine Sache. In Maß natürlich, nicht in Massen. Ich glaube, in Massen schmeckt es nicht, aber in Maßen auf jeden Fall. Was ist denn das? Ernsthaft, wer stellt denn hier bitte Wasser hin? So. Was haben wir denn mit ihr? Was könnten wir mit ihr noch so treiben? Schaut gerade, wir könnten ein bisschen Ausdauerlauf könnten wir machen. Wir versuchen sie jetzt mal ein bisschen müde zu machen. Also sie braucht nicht mal, dass sie dann, nur weil sie jetzt topfit ist, dann morgen den ganzen Tag schlafen muss, weil sie dann am Arsch ist. Deswegen versucht man es jetzt ein bisschen müde zu machen. Geht am besten natürlich mit Sport. Normalerweise. Angeblich. Man weiß es nicht so genau. Mein Torbogen habe ich eigentlich voll praktisch hier so platziert, so voll ins Eck. So kann kein Mensch eigentlich hin. Weil ich immer noch keinen Plan habe, wo ich den eigentlich hinstellen wollte. Oder sollte. Gerade irgendwie keinen Platz für den. Außer wir verschieben den Garten ein Stück hier vor. Oder wir ziehen einfach um. Aber da muss ich mal gucken. Eigentlich will ich ja ein separates Haus bauen. Vielleicht mache ich ein kleines oder ich versuche ein kleines Haus hinzukriegen. Da ziehen sie dann ein. Und dann können wir das ja so Stück für Stück, wie wir es brauchen, erweitern. Ja, das wäre eigentlich eine Idee. Das wäre eine Idee. Er hat Hunger. Musst du arbeiten? Nein, du hast am Wochenende immer frei, aber du brauchst noch die Programmier. Fähigkeit auf Level 5. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin und sammeln musst du auch noch ein bisschen was. Sie will heiraten oder sie ihr Lebenswunsch ist es dann zu heiraten. Hochzeit mag ich jetzt aber gerade nicht machen. Ich weiß auch nicht warum. Die haben Zeit, die sind doch in Ordnung. Oh, das ist super. Die haben Zeit, die sind doch in Ordnung. Was zum Teufel hast du eigentlich gegessen? Oh.
egal, du würdest eh mit ihr flirten, passt. Ich gerade gar nicht, sehe ich dann nachher. Höre ich, ja, ich sehe Töne und höre Bilder. Das ist, das ist wie wenn jemand sagt, ich habe dich im Radio gesehen und hört Fernsehen. Das ist dasselbe in Grün. Ich sehe Töne und höre Bilder. Ist mal wieder so dieses typische. Ich kann kein Deutsch. Manchmal habe ich einfach dieses. Ich rede, bevor ich denke, Situationen. Hallo, Spiel, danke. Und sie bei. Felix, Schwabe ist im Weg. Lavo, wanna choose? Sorbo. Jetzt ist er glücklich. Marbe, choose them. Sie ist schon wieder kokett. So, wir machen jetzt Folgendes. Oh, super. Bevor ich hier noch einen Drehwurm kriege gleich, weil ich dauernd alles hin und her drehe, dass er die Programmierfähigkeit übt. Sie isst was, was auch immer. Tofu-Hähnchen zum Frühstück morgen. Wer bist du? Was willst du? Whoa, Brigitte Klee? Ganji. Hansa. Die Lederjacke sieht cool aus. So. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht mit dir reden. Ich bin sehr gemein zu den Menschen, zu den Sims. Jebs. Crips and Does. Ha. Aber, na Scheiße? Nein, nein, es ist keiner da. Du hast Paranoia, du hörst komische Dinge, die gar nicht da sind. Das ist niemand zu Hause. Sonst würde dir jemand aufmachen. Ja. Weiterentwickeln. Woher? Verbessern. Ah. Lobo. Oh, Ganji. Was? Wir machen jetzt einfach mal so einen. Ja, so ein ganz normaler Sonntag halt. In dem die Sims einfach mal nichts Spektakuläres machen. Hat sie gerade unseren. Nein. Hast du unseren Bambus getötet? Ich glaube, sie hat jetzt einen Bambus getötet. Oh mein Gott. Ich meine, bei uns ist ja Herbstanfang. Wir haben jetzt den 30. September. Aber der Bambus sieht aus, als wäre bei den Sims jetzt auch Herbst. Er hat irgendwie fast kaum noch Blätter. Oh Gott. Oh. Nee, du kannst aber mal etwas anderes machen.
das hier zum Beispiel. Mach mal Essen. Um das verdorbene Essen kümmern wir uns. Nachdem wir den Rest da einsortiert haben. So, was ist denn verdorben jetzt? Dorne? Muss ich wieder 5 Jahre suchen, wenn ich das verdorbene Essen finde. Er muss Pipi. Und er hat Hunger. Ha, der Jussi. Ich hab Schluck auf. Das ist uncool. Aber bis er fertig ist mit Duschen, dürfte sie fertig sein mit Kochen. Oh, sie ist schon fertig mit Kochen. Fuba Torka? Oh, Sir Pava. Tribs. Knüpfen wir ein paar Kontakte. Glebi Tu, Fuinta. Oh, Risharibo. Yipsy. Fagish. Steve Charso Denoy. Oh, Prita. Fagish. Wasinex. Thelma. Chiri. Kann ich mit? Bei mir ist das richtig laut auf den Ohren. Kevin Durkin! Neebs! Alcha! Frap Epic! Who's like Jeffro? Yarba! Yip yip yip! Zagu zagu! Hogan! Dass sie jetzt einfach nur so just for fun so ein bisschen. Oh! Bukrim! Eager Dubai! Bumbea Hupitu! Risle Kumbar! Sensibe to Wabe. Sie dann vielleicht mal zu. Bony Fatosa Bab. Oh, Prita. Was denn? Sie dann so richtig dieses Fitness-Feeling so. Ich muss kurz Tempo. Skiba, you move. Sorben Nerks. Warte. K. West. Jabe Sturka. Steve Charso Denoy. Neebs. Alcha. Slagisi. Oh, Bouchard. Clark. Sieht dann halt volle Fitness. Cardoo. Sibuna Torbel Farbe. Finoy Cho. Clarsheen. Ah, Bepson Nikoi. Doyum. Mbejilo. Nar. Vedi. So viel. Bei den Sims. Barovi Sensen. Gorge Fariki. Shabini Jabid. Turp System, Shema Corbiff, Yakilo Brugi, Playun Zaruga, Kisab, Orpitanehe, Tuma, Kwisab. Genau, geht mal mit dir selbst. Was hat die jetzt schon wieder angestimmt? Ah, Sapling with Deep. Apodola. Gribbix. Haberine. Schimmelt. Das sieht zumindest aus wie Schimmel. Pomeray. Sehr widerlich. Wahrscheinlich Dr. House, ja. Eindeutig kann. Gidna. Ah, Goldi. Ja, Benus. Forny Fatosa Bab. Oh, Prita. Wasinex. Thelma. Yips. Yipsy. Fadish. Eindeutig Dr. House. Oh. Schon fertig. Kabla. Kabla Charbe. Oh, Whoopi Gorge. Das ist der Film von.
Huh. Riff sieht. Smorks up. Keine Ahnung, die Rache einer Witwe oder so. Nee, die Rache einer betrogenen Ehefrau oder so. Keeper True. Wagaborn Siefner. Sorts. Oh, mein Jibi. So. Ich weiß nicht, mal da drauf. Ich will aber gar nicht. Du bist im Bar. Miss Bedrobel. Schönig. Fascinate Simba. Oh, Yibs. Darfy? Yibs. New play. Zah! Moishi, Viva Fuego. See why? Let's hear a silk. Hey, Wainbow. Wow. Besser. Eindeutig. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt beim Dr. House gucken gestört habe, Leute. Vor allem beim Reden. Ich versetze den Fernseher um 30 cm und die hören auf zu reden. Oh Gott, Fenster ist versetzt worden. Siaga. Fernseher wurde versetzt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist eine Online-Persönlichkeit bei Instagram. Aragaba, Yamsi. Sehr schön. So, Schätzchen, wir müssen aber allerdings deine Programmierfähigkeit noch ein bisschen. Lunisi Slum. Tunka di Sarba. Ich wollte gerade sagen, wir müssen deine Programmierfähigkeit allerdings noch ein bisschen programmieren. ja. Also, ich bin dann mal durch für heute. Mal was. Aha, Yibs. Doch schon lange nichts mehr gemalt. Oh, the tank. Vielleicht. Es gibt doch, glaube ich, eine geilere Kaffeemaschine. Dann können sie ja eigentlich. Ist das eine Espresso-Maschine? Ich habe früher, weiß ich noch, Espresso gesagt. Ja, ich. Darauf brauchen wir gar nicht weiter eingehen. Das war wirklich so. Es war so. Mir war das halt ein Espresso, kein Espresso. Bei mir war es ein Espresso. War halt so. So. Der Kaffee trinkt doch sowieso kein Mensch. Ich persönlich trinke am liebsten Cappuccino oder Latte Macchiato. So. Nicht gerade die gesündeste Variante, so mit fettem Milchschaum und so Zeug. Normaler Kaffee trinke ich selten, weil ich mag ihn halt einfach nicht so. Okay, ich kann nur leider zur Suchmaschine nicht aufstellen, also vielleicht doch eine Espresso. Sieht doch gut aus. Ich hätte gern dieses Ding, diese Törtchenfabrik, aber ich habe gerade keinen Platz. Weil ich einfach nicht weiß, was ich hinstellen soll. Wieso schreiben eigentlich die Leute grundsätzlich, wenn ich aufnehme? Oder versuche aufzunehmen? Aus.
Das war mein Handy, sorry. Oh, wow. Schrumpfer. Oh nein, er wird krank. Billendi. So, wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr umdekoriert. Also jetzt würde ich wahrscheinlich den Tisch und die Stühle verkaufen. Und neue kaufen. Es ist wahrscheinlich nicht so, dass wir kein Geld haben und uns das nicht leisten können. Also wir machen es gleich. Schon gut aus, aber irgendwie sieht er auch scheiße aus. Kennt ihr das? Sieht so ein bisschen aus. Eher wie so ein Schreibtisch. Gerade wie ein Esstisch, eher wie so ein Schreibtisch. Ich mag den Tisch. Der ist schön. Ja, schon ein bisschen. Sollten mal ein Update reinbringen mit Stühlen, weil ich finde die Stuhlauswahl, die wir haben, semi gut. Ich finde sie eigentlich alle grottenscheiße. Ne, ehrlich, mir gefallen die Stühle nicht sonderlich. Der geht. Bullshit daher. Das dunkle Holz, ne? Also dieses dunkle Holz mit den Stuhl, das passt nicht zu meinem Tisch. Ihr versteht mein Struggle, der Struggle ist real, Leute. Dann bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hast du gerade den PC kaputt gemacht? Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.